So, wir sind hier in der Indie Arena bei Avarion und bei mir ist Konstantin Kronfeldner. Ja, hallo Konstantin, und ihr habt auch ein ganz aufregend aussehendes Spiel gebastelt, nämlich Avarion, wie eben schon erwähnt. Worum geht es da? Avarion, tut mir leid, das lerne ich noch richtig auszusprechen. Okay, kein Problem. Ja, es ist eine Weltraum-Sandbox, in der man seine eigenen Raumschiffe bauen kann und dann zusammen mit Freunden die Galaxis erobern oder retten kann, wie man möchte. Da sind wir ja mal gespannt. Also das hier ist jetzt eine Demo, da ist schon ein gewisses Szenario vorbereitet, hast du mir eben schon erzählt. Und als erstes sieht man ein bisschen was vom Kampfmodus, aber es gibt auch viele andere Dinge, die man machen kann. Genau, Avarion ist eine Sandbox, das heißt, man kann tun und lassen, was man möchte. Man kann jetzt zum Beispiel Handel treiben, man kann einfach erkunden, kämpfen als Söldner zum Beispiel, man kann sein eigenes Raumschiff bauen und upgraden. Der eigenen Fantasie sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Dann schauen wir mal, dass wir gleich von dem Teil auch noch was sehen, aber erstmal, wo wir schon da sind, dem Kampfmodus. Erzähl doch mal ein bisschen, was musst du jetzt tun? So, ich würde sagen, ich starte jetzt am besten mal die Demo. So. Der resettet jetzt hier diesen Sektor, in dem ich bin. Das ist normalerweise das, was in dem Ladebildschirm passiert, aber für die Technikinteressierten können die jetzt mal zuschauen hier. genau, also wir resetten jetzt den Sektor und setzen ein kleines Szenario auf, wo erstmal ein Piratenangriff kommt hier. So, die können wir jetzt abschießen. Wir haben jetzt hier ein kleines Scout-Schiff gekriegt mit so ein paar Maschinengewehren obendrauf und mit denen können wir die Piraten jetzt hier mal kurz den Rest geben. Der hat ja auch gleich schon was gedroppt, bisschen Loot. Den können wir dann nachher auch gleich hernehmen, wenn wir möchten. Ich nehme an, eigentlich, wenn man das Spiel jetzt ganz spielen würde, würde man sich das Spiel genau, das Schiff genau selbst einstellen und die Waffen selbst aussuchen und so weiter. Ganz genau. Man würde sich das Schiff sogar selber zusammenbauen und sich die Waffen zusammen looten und letzten Endes dann selbst sich das Schiff komplett so equippen, wie man es gerne haben möchte. Was sind das jetzt für Gegner, gegen die wir gerade kämpfen? Das ist eine Piratenfraktion. Es gibt auch Piraten in diesem Spiel, genauso wie normale KI-Fraktionen, die dann auf der Karte präsent sind und sich gegenseitig angreifen. Können wir auch Piraten sein? Wir können definitiv auch Piraten sein. Das können wir nachher auch mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Wir haben jetzt hier momentan noch einen Piratenangriff. Also wir sind jetzt erstmal hier die Guten. Aber wir können nachher definitiv auch ein paar Frachter überfallen und denen die Fracht klauen und die dann irgendwo anders weiterverkaufen zum Beispiel. Das ist definitiv möglich. Gut, Vorsicht, dass wir da nicht gegenfliegen. Das ist bestimmt nicht gut für uns. Also zumindest sagen das die Symbole oben, aber Beschädigung am Schiff sieht man dazu nicht. Die Beschädigungen sind schon da, aber es sind halt, das Schiff ist aus relativ vielen Blöcken zusammengebaut, deswegen sieht man sie jetzt nicht sofort, wenn ein Block fehlt. Aber ich denke, wenn wir in den Baumodus nachher mal gehen, dann können wir die Schäden begutachten. Vom Physikstil her ist es jetzt eher Flugsimulation oder eher Weltraumsimulation? Eher Weltraumsimulation. Wir haben komplett durchsimulierte Newton-Kräfte. Das heißt, es ist physikalisch so korrekt, dass es noch Spaß macht als Spiel, sage ich jetzt mal. Aber man hat Masseträgheit. Man kann nicht einfach die ganze Zeit in eine Richtung boosten und dann sofort umdrehen. Das funktioniert einfach nicht. Man schlingert halt so ein bisschen und muss sein Schiff auch so bauen, dass es dem dann entgegenwirken kann. Also ich habe jetzt hier mal ein bisschen Gas gegeben zum Beispiel. Wenn man hier so ein bisschen Gas gibt, dann driftet man ganz schnell hier so an den Leuten vorbei. So, also jetzt haben wir das Tutorial abgeschlossen, die kleine Mini-Einführung. Wir können uns jetzt hier einen Spielstil quasi aussuchen, den wir verfolgen möchten. Ja. Hier wird in der Demo kurz noch was erklärt dazu, was die alle machen. Explore Freestyle ist zum Beispiel jetzt weiterfliegen in diesem Schiff, in dem wir gerade sind. Wir können zum Beispiel dann auch weiter kämpfen. Dann werden wir in ein großes Schlachtschiff gepackt, was ein bisschen träger ist und mehr Panzerung hat. Da können wir dann gleich in einem richtig großen Schlacht mitmischen. Wir können aber auch in ein Mining-Schiff springen und Asteroiden abbauen und Ressourcen sammeln, Handel treiben oder einfach in ein ganz komplett neues Schiff springen und dieses Schiff bauen. Also da ist uns jetzt sind uns keine Grenzen gesetzt, ja. Ja, dann zeig doch mal, wie man ein Schiff baut. Das klingt interessant. Alles klar, dann springen wir mal ins Bauen. So, Build.
Genau, also wir werden hier in einen Starterblock gesetzt, in dem man immer gesetzt wird, wenn man ein neues Schiff gründet. So, also, das ist unser neues Schiff. wir haben hier nicht viel mehr als einen Würfel, damit fängt jeder Spieler an. Wir haben hier auch 1000 Fehlermeldungen, weil der Würfel natürlich nichts kann, außer Würfel sein. So, wir klicken die mal weg. So, jetzt können wir hier in den Baumodus gehen mit B und können uns hier anschauen, wie wir das bauen. Wir können jetzt hier zum Beispiel Blöcke dran setzen. So, wir können die Blöcke beliebig skalieren. Das ist eines der großen Features von Avorion. Wir können die Blöcke beliebig skalieren, so wie wir Lust haben. Wir können jetzt zum Beispiel hier einfach dann so ein Schiff bauen, mehr oder weniger. Habt ihr auch Space Engineers gespielt? Ich habe Space Engineers mal kurz gespielt, ja. Nicht sehr lange, aber weil mich tatsächlich mehr der Rumfliegen-Aspekt interessiert und nicht der Schiffsbau-Aspekt. Deswegen ist auch das Spiel hier, Avorion ist sehr darauf fokussiert, dass er das Gebauen ein bisschen im Hintergrund liegt. Man muss nicht, ich sage jetzt mal, Ingenieur sein, um ein Schiff bauen zu können, was dann tatsächlich auch fliegbar ist. Ja. Das zeige ich jetzt hier auch mal kurz, das geht ganz flott. Wir können hier zum Beispiel, haben wir die Auswahl der Blöcke, die wir bauen können. Ich setze jetzt hier zum Beispiel ein paar Engines dran, so. Können wir, oh. Ihr seht, ich bin Programmierer und kein Artist. Das ist nicht schlimm. Genau, aber der Baumodus bietet sehr, sehr viele Freiheiten. Und man kann dann zum Beispiel auch mit solchen Blöcken wie dem hier, die kann man halt beliebig hinskalieren und dadurch haben wir in der Community auch sehr viele Leute, die jetzt sehr runde Schiffe auch bauen. Ja? Also man kann das hier auch drehen so und dann halt hier so dran setzen. Ja? Also dafür, dass du sagst, der Fokus liegt nicht so auf dem Bauen, kann man doch echt viel damit machen. Man kann sehr viel damit machen, ja, aber es ist nicht spielerisch nötig. Also das ist einfach nur, das ist nur kreative Freiheit. Ja, also wir haben dafür gesorgt, dass man möglichst nicht, sich, wenn man keine Lust drauf hat, so viel Zeit investieren muss ins Bauen, wenn man eigentlich weiterfliegen möchte und ein bisschen schießen möchte und die Galaxie erkunden möchte. Ja? Das habe ich gemeint damit. Es lässt extrem viele Freiheiten. Wir haben Leute, die Sternenzerstörer nachbauen. Wir haben eine Voyager gefunden im Workshop zum Beispiel. Also die Leute geben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe. Aber es ist nicht zwingend nötig. Also man muss halt so ein paar Basisblöcke wie das hier zum Beispiel, so Thruster hinbauen, sodass man halt nach oben und unten lenken kann. Ja, ich mache hier jetzt mal irgendwie so hier noch so einen Knubbel hin, damit man hier ein bisschen dann auch lenken kann. Und ganz, ganz wichtig hier Schildgeneratoren. Ja, also wir wollen ja auch Schilde haben, wir wollen vielleicht ein bisschen kämpfen. Und wenn du jetzt zum Beispiel das Raster nur auf die linke Seite baust, dann kannst du halt nur Rechtskurven fliegen. Ja, so ungefähr. Also wir haben verschiedene Thruster. Die Thruster hier, das sind Allrounder-Thruster, die können in jede beliebige Richtung quasi blasten. Aber je nachdem, wo man die Thruster hinbaut, ja, ändern sich hier auf der rechten Seite am Bildschirm die Stats. Ja, also wenn man das zum Beispiel hier ein bisschen extremer noch macht, je weiter außen man zum Beispiel die Thruster hinbaut, desto besser können die Kräfte eine Hebelwirkung erzielen und dann tatsächlich auch das Schiff besser steuern. Ja, also wenn ich den jetzt hier hinbaue, ist eigentlich der im Prinzip beste Ort für, wenn ich nach links und rechts drehen möchte oder nach oben und unten. Für Rollen tut es nichts, weil das genau auf der Rollenachse liegt. Ja? Und so funktioniert das im Prinzip. Ja? Dann kann man hier so das zum Beispiel bauen. Ja? Okay, also schon mal coole Einblicke auf jeden Fall in das Bauen. Es fliegt auch direkt, wie wir sehen können. Das ist schon mal gut gemacht. Was können wir noch machen? Hast du noch ein paar Einblicke in das Mining und Exploring? Genau, das können wir jetzt gleich mal zeigen. Man kann sein eigenes Schiff dann auch gleich mit Mining-Lasern und so ausstatten. Wir haben ja vorhin einen gedroppt bekommen, das ist der hier. Den kann man dann hier gleich... Also gedroppt bekommen heißt, den haben wir von den Piraten geklaut. Genau. Ah ja, da braucht man jetzt einen Block aus Titanium. Das ist das nächste Material, das nächstbessere. Den können wir ganz einfach transformieren. So. Dann schnappen wir uns das und bauen das drauf. Ich nehme an, das Material hatte noch Auswirkungen auf Stabilität für Kampf und so weiter. Exakt. Also das Material hat einige Auswirkungen auf Stabilität und Kampf. Es hat auch Auswirkungen auf die Flugeigenschaften, weil die Materialien alle unterschiedlich schwer sind. Ja? Also wir haben
Materialien, die sehr viel leichter sind als andere, die sich deswegen besser zum Bau von leichteren Schiffen eignen. Ja? Also ganz am Anfang zum Beispiel kann man Titanium sammeln oder Eisen. Eisen gibt es in rohen Mengen, während Titanium eher so ein bisschen spärlicher verteilt ist. Wer in Physik aufgepasst hat, weiß, dass Titanium deutlich leichter ist als Eisen und dementsprechend, ups, jetzt bin ich dagegen gefahren. Ups. Und dementsprechend sind auch Schiffe, die aus Titanium gebaut wurden, deutlich leichter als Schiffe, die aus zum Beispiel Eisen gebaut wurden. Und deswegen auch besser steuerbar. So, ich bin jetzt kurz nur dabei, hier eine Crew anzuheuern. Dann müsste ich jetzt hier in dieses Ding fliegen. Also das ist eine Raumstation? Das ist eine kleine Raumstation, genau. Die werden im Laufe des Spiels dann auch größer, je weiter man voranschreitet. So, dann heuern wir hier jetzt eine Crew an, heuern mal hier irgendwie 5 Crewmembers an. Und dann können wir die hier in unserem Schiffsmenü als Minenarbeiter zuweisen. So, und dann haben wir jetzt Miner und die Miner können hier jetzt unsere Mining Turrets bedienen. Das heißt, das müssen wir gar nicht selber machen, sondern wir fliegen einfach nur nah genug dran an etwas, was wir abbauen wollen. Genau, in dem Fall schon. Es gibt Turrets, die muss man selber bedienen, es gibt Turrets, die können durch Crew bedient werden. Ja? Also ich mache jetzt hier mal einen auf Auto-Fire, dann suchen die sich jetzt die nächsten Asteroiden, die sie abbauen können. So, genau. Also der fängt hier schon an zu schießen und baut ihn jetzt ab. In dem Fall muss ich jetzt nicht selber zielen, ich kann aber auch selber zielen, wenn ich das möchte. Dann kann ich ihn hier einfach auf Controlled by Player setzen und dann kann ich hier einfach selber schießen. Und so kommen dann die Materialien da raus. Woran siehst du jetzt, was das für ein Material ist, was du gerade abbaust? Das erkennt man zum Beispiel an der Farbe. Also Eisen ist so orange-bräunlich, Titanium ist weiß, Naonite ist das nächstbessere, das ist dann grün und so weiter. Die haben verschiedene Farben, die man dann auch an den Asteroiden erkennen kann. Was ist so die Langzeitmotivation von dem Spiel? Also am Anfang fängst du klein an und baust dir erstmal das Schiff. Wie geht's dann weiter? Es geht dann damit weiter, dass man besseren Loot findet. Man dringt dann mit der Zeit langsam in die zentraleren Regionen der Galaxis vor und kann dort dann gegen eine böse Alienrasse kämpfen, die in diese Galaxis eingedrungen ist und die von innen so ein bisschen auffrisst. Die haben dann, hier sieht man jetzt mal kurz die Karte, ja, die haben ungefähr hier um das Zentrum der Galaxis eine Barriere errichtet, durch die nur die können, aber andere Schiffe nicht, ja. Und um dann dort hineinzukommen, muss der Spieler 8 verschiedene Artefakte finden, die alle über verschiedene Aspekte des Spiels gefunden werden können, wie zum Beispiel verschiedene Bosskämpfe. Manche Artefakte müssen erforscht werden und mit diesen Artefakten zusammen kann der Spieler dann ins Zentrum der Galaxis vordringen und letzten Endes auch den Endboss besiegen. Danach können Spieler auch anfangen, einfach ihr eigenes Imperium aufzubauen. Man kann Stationen gründen, man kann dann gerade auch mit dem neuen Diplomatie-Update, was wir jetzt auch rausbringen werden, zum Beispiel anderen Fraktionen den Krieg erklären, man kann dann Frieden schließen mit anderen Fraktionen und verhandeln mit denen. Und so kann der Spieler dann im Prinzip sein eigenes Imperium aufbauen. Ja, so eine Galaxis ist ja ganz schön groß, da braucht man irgendwas, um lange Strecken zu reisen. Wie macht ihr das? Genau, also man reist am Anfang mit dem Gate Network. Das zeige ich jetzt hier mal kurz. Vielleicht, wo ist denn hier jetzt gerade ein Gate? Ah, da vorne ist ein Gate, hier. Mit diesen Gates kann man dann fast traveln, also diese Gates führen dann auf der Karte. Ich fliege jetzt mal nicht durch, aber weil es dauert ein bisschen lang. Aber hier kann man dann hier dieses Netzwerk der Gates quasi nutzen. Man kann auch einfach, im Scout sieht man das jetzt besser, dann wechsle ich mal kurz wieder in das Scout-Schiff, was wir vorhin hatten. Wenn ich es finde, da vorne ist es. So. Auf der Karte haben wir hier so einen Radius. Das ist der Hyperraum-Radius. In diesem Radius können wir Hyperraumsprünge durchführen. Ja? Wir können dann zum Beispiel einen von diesen Sektoren hier anklicken. Hier sieht man es auch. Die gelben Sektoren sind Sektoren, aus denen man Signaturen empfängt, die aber von sich aus
jetzt nicht absichtlich was ausstrahlen. Dafür braucht man spezielle Scanner, um die zu finden. Und die grünen Sektoren sind die, von denen man Energiesignaturen empfängt. Also da ist halt irgendwelches Leben. Das sind Stationen, da ist Technik, da kann man irgendwas finden. Das heißt, wenn man da jetzt hinspringt, dann findet man Zivilisation. In den gelben findet man dann eher vielleicht mal Piraten oder Asteroidenfelder. Die Karte sieht jetzt aber ein bisschen zweidimensional aus. Die Karte ist auch zweidimensional. Die Sektoren dort dann sind dreidimensional. Also wir haben hier einen komplett dreidimensionalen Sektor. Die Karte ist der Einfachheit halber und der Übersicht halber auch. Wir haben experimentiert mit dreidimensionalen Karten, aber haben dann beschlossen, wir machen eine zweidimensionale, weil es einfach übersichtlicher und einfacher zu bedienen ist. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen, deswegen noch ein paar abschließende Fragen. Das Spiel ist wie lange schon draußen? Das Spiel ist draußen seit 2,5 Jahren in Early Access, seit Anfang 2017. Und wann plant ihr, dass die Early Access endet? Anfang nächstes Jahr. Da sind wir gespannt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet, ob das interessant wäre, ob gerade das spielen soll. Und ich verabschiede mich hier von, wie spreche ich es richtig aus, Avorion? Genau. Sehr gut. Und die letzte obligatorische Frage, dürfen wir das aufgezeichnete Gameplay und das Interview bei uns veröffentlichen? Selbstverständlich. Vielen Dank.